Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto Lifestyle. Heute geht es um die Ninja von Kawasaki, Ninja 125 aus der Ninja-Familie, der kleinste Ableger, A1-tauglich natürlich. Und was das Ding kann, klar, ich bin hier auf einer Rennstrecke und das muss natürlich auch mal auf so einer Strecke ausprobiert werden. Ich habe jetzt noch die normalen Klamotten an, jetzt geht es gleich ab in die Fahrklamotten und dann erstmal auf die Landstraße und hier gucken wir dann, was wirklich geht. Also bis später. I'm 100 and I'm getting it. Como la mo luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Ich bin hier in Malaga. Genau, in Malaga. Ich musste gerade überlegen, wo ich denn bin. Ne? Malaga. Und schön ist es eigentlich. Naja, also es ist trocken zumindest. Hey Lukas. Oh, hallo, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun, Herr? Ja, guck. Die Young Riders mit am Start hier. Selbstverständlich. Da, wo 125er sind, da sind wir nicht weit weg. Genau. Deswegen kommst du mal mit mir mit. Ne? Ja, würde ich sagen. Lass uns mal eine Runde fahren mit der Ninja 125. Top. Zig. In welche Richtung? Da. Aufnahme. Gerade haben wir so einen kleinen Bremstest gemacht. Bremsen finde ich ziemlich gut. Das ABS regelt nicht so früh und man hat keine Vibrationen in der Bremse an sich. Finde ich cool. Ja, du merkst so auf dem hinteren, auf dem Bremspedal von der hinteren Bremse, dass das moduliert, dass es so also ein bisschen durchfällt, aber nicht unangenehm. Ne? Diesen Flow reinzukriegen mit einer 125er, das bockt hier auch richtig. Das ist richtig geil einfach. Ja, hier geht es darum, wenn du bremst, hast du eigentlich verloren. Ne? Ja, genau. Dann ist der Schwung weg. Ich bin hier mit Lukas unterwegs, der netterweise jetzt die Kamera hält. Mein erstes Fazit zur Ninja 125. Ich habe mir erst gedacht, so eine Präsentation mit einer 125er, das ist so, wenn du ausgewachsen bist, immer von den Proportionen ein bisschen knapp und dann sitzt man so ein bisschen eingefärbt drauf. Aber ich finde, die Ninja 125 bietet mir jetzt mit einem 1,80 Meter, 87 Kilogramm, bietet mir den Raum, um mich auf dem Fahrzeug zu bewegen. Fahrwerk ist schön straff, Bremse ist präsent. Könnte jetzt für meinen Geschmack noch ein bisschen aggressiver sein. Aber andersrum, ihr seid ja die Einsteiger. Und vielleicht ist es für Einsteiger eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Bremse nicht so aggressiv ist. ABS, keine Sorgen mehr. Du kannst richtig rein ankern. Du merkst auch, dass das Pedal reinfällt so ein bisschen, ne, wenn du im Regelbereich bist. Aber um den hervorzurufen, musst du richtig bekloppt fahren. Was haben wir noch? Wir haben eine minimale Ausstattung. Jetzt gibt es die einen, die sagen, Mensch, ich muss total connected sein mit Handy und Motorrad und wie auch immer. Ich sehe es jetzt ein bisschen anders. Ich würde mich eher an dem Minimalen erfreuen, weil überlegt mal, irgendwann ist eure Garantie rum. Und wenn die rum ist, die Garantie. Jetzt fehlen mir echt die Worte. Wir dürfen ein bisschen Anerkennung finden, der haut uns sonst auf Kopf. Genau, genau. Es gibt hier Musik. Ja. Und schon ist Ruhe. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, ja, ich sehe es. Ich komme gerade nicht drauf klar. Ich sehe es auf jeden Fall als Vorteil, weil hier ist weniger mehr. Der Scheinwerfer ist jetzt quasi ganz normale H4-Birne. Kein LED. Birne wechseln, weiterfahren. So einfach, dass es mir wieder gefällt. Was mir nicht gefällt, sind die großen Blinker. Kann man aber nachrüsten.
Und was mir auch nicht gefällt, was wirklich schade ist, sind die nicht einstellbaren Bremshebel und Kupplungshebel. Aber andersrum gesagt, dieses Layout, die Form hier ist so, dass wenn man jetzt auch kleine Hände hat, auch klarkommt. Aber das ist kein großer Invest. Hebel weg, einstellbare Hebel mit ABE hin und fertig ist der Lack. Wie sieht es hinten aus? Was müssten wir hinten ändern? Eigentlich nicht viel. Also das ist auch wieder dieser große Blinker. Da gibt es was Kleines aus dem Zubehör. Fertig. Und wer ein bisschen Kohle über hat, der macht noch einen schicken Aero-Auspuff hin. Was auch sehr einfach gemacht ist, die Stahlschwinge, die nach hinten geht. Und was fällt mir auf als Sportfahrer? Ich habe hier einen geringfügig einstellbaren hinteren Dämpfer. Also ich kann hier die Federvorspannung ändern, das geht. Der ist quasi so mit der Einstellung, das ist unten. Das könnte ein bisschen Fummelei sein. Hier unten drin, jetzt auf dem Video kann man es nicht sehen. Aber sonst ist nicht groß was einstellbar. Was sehr schön ist, der steht relativ gerade auch drin. Also das Ansprechverhalten ist okay, wenn man denn die nötigen Kilos mitbringt. Aber lieber ein bisschen straffer, wie so ein Kaugummiautomat. Ne? Das kann dann nichts. Aber das ist wirklich schön straff. Sozius-Betrieb, okay. Aber die Mädels, ne, die immer da hinten drauf mitfahren müssen, die sind leidensfähig. Was hast du, Lukas? Die haben keine andere Wahl. Die müssen mit. Was ich auch sehr, sehr gut finde, du hast ein Ölschauglas. Und wenn man das benutzt, ja, dann kriegt man vielleicht einmal in der Woche eine rote Birne, wenn man sich einmal bückt und guckt, wie hoch der Ölstand ist. Und mehr braucht er nicht. Sprit, Öl, ab und zu mal Luft kontrollieren, Klötze schauen, Gas geben. Ab geht das in diese Richtung. Aufnahme, sagt er. So, Lukas, wie schätzt du das Fahrwerk ein? Ich habe so das Gefühl, dass ich so als ausgewachsener Mensch einen Gegendruck merke. Du hast jetzt gesagt, du wiegst 70 Kilo, ich wieg so genau. 87, 88 Kilo, das schwankt schon mal. Und aber wir beide können damit fahren, ne? Wir kommen klar damit. Ich bevorzuge jetzt... Sicher. Ich bevorzuge eher ein straffes Fahrwerk, weil ich da ein besseres Feedback habe dadurch. Und wenn ich genau. So ein bisschen in die Kompression komme, also bei flotterer Fahrweise ums Eck, also anders wie jetzt, wenn man wirklich flott fährt, dann hast du eigentlich ein sicheres Feeling da drauf, ne? Ja, ganz genau. Also ich persönlich finde, dass das Feedback vom Fahrwerk, also sowohl jetzt bei hier der Ninja, aber auch bei der Z, extrem sportlich ist und wirkt. Ja, also genau, wenn du jetzt straff, mit ja. anderen in die Kurve gehst, dann hast du immer dieses Gefühl, so ein, dass das so einknickt oder so. Ja, genau. Weil es einfach kein Feedback gibt. Ja. Und in Kombination mit den Reifen und dem Fahrwerk jetzt hier, finde ich, gibt das Ganze schon so einen erwachsenen Charakter. Ja, das stimmt, ja. Und ich finde, du sitzt auch auf einem Motorrad, was sich so auch sehr hochwertig anfühlt. Ey, du hast hier einen Metalltank, ja. Das Ding wiegt solide und nicht so Plastik, so ja. wie die meisten ja mittlerweile sind. Ja, ja, genau, dass es nur noch billig produziert ist. Ja. Und jetzt weiß ich jetzt schon, dass in den Kommentaren steht, aber die Gabel ist so dünn. Ich sehe das aber nicht als Nachteil. Wir haben hier eine 37er Gabel, glaube ich, ne? 37er ja, ich mein Durchmesser. Und je dicker eine Gabel wird, umso hochwertiger muss diese dickere Gabel sein, dass dieses Losbrechmoment, also dieses Einfedern, dieses feinfühlige Einfedern, ist ja. echt ein Problem bei so Billiggabeln. Dann fahre ich doch lieber eine etwas dünnere, konventionelle Gabel, die von der Eigenschaft das eher besser kann. Okay, ne? Jens, jetzt gleich wird die Straße extrem weird. Mach mal deine GoPro an. Ja. Das wird jetzt verrückt. Also ich guck mal auf dein Navi, was da abgeht. Ist an. Oh, krass. Krass. Wir fahren einmal im Kreis sogar irgendwie. Kann das sein? Das checke ich jetzt nicht. Ich auch Mach nicht. Mal. Komm, krass. GoPro an. Jo. Hallo und herzlich willkommen zum seltsamen Kurvenblock hier. Genau. Ja, guck mal, da rechts geht die Straße auch schon lang. Scheiße. Was zur Hölle.
Und jetzt, Leute, jetzt überhole ich ein großes Motorrad mit der 125. Jetzt ist frei übrigens. Und auch eine Kawa. Und ich bin jetzt voll vorbei. Krass, oder? Sag mal, kommt keiner, ne? Nee. Nee, kommt keiner. Ist alles frei hier. Hammer. Ich habe jetzt hier, wäre ein geiles Thumbnail, 125er versägt Motorrad. Alter, das ist ja wie so eine, das ist ja, oh, hier ist dunkel jetzt auf einmal. Ja, zur Schaltung wollte ich noch so ein bisschen erzählen, liebe Freunde. Die Schaltung quittiert mit einem kleinen Klacken. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Also ich war jetzt, seitdem ich die Ninja 125 fahre, keinmal zwischen den Gängen gehangen. Das funktioniert alles leicht. Geringe Handkraft, auch die Kupplungsbetätigung, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist auch schön leichtgängig. Von der Dosierung auch in Ordnung. Und hier müssen wir jetzt gleich irgendwie abbiegen oder so. Nee, doch nicht. Ja, doch nicht. Wir fahren jetzt auf den Track mit der Ninja 125. Ich mache das jetzt hier so in einem Rahmen, wo ich sage, okay, das passt jetzt für mich. Aber ich gebe euch da mit auf den Weg. Zieht auf jeden Fall so ein einteiliges Lederkombi an. Da habt ihr die beste Performance. Oder zur Not so ein Zweiteiler Lederkombi, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt. Da bin jetzt ich hier kein Maßstab für euch, ja, dass man sowas in der Kevlar Jeans macht. Wir haben nämlich eine richtige Weltmeisterin. Nee, ich lass sie, schon dranbleiben. Ne? Okay. Und jetzt kriegen wir mal so richtig den Arsch voll. Also, und ihr guckt euch das an. Bis gleich. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You've been wearing Tommy, got it foreign, you so boring. I've been working, that is foreign, I've been working to the morning, yeah. Yeah, they've been sleeping, now I swear they storming, yeah. Yeah, and I swear I'm cooking like a foreman, foreman. Tell him I'm my lane, I've been praying. Yeah, gotta say this thing, I'm the same. I don't need another person telling me I can't. Lately I've been going, moving right past all these lanes. I just sat and waited patiently, yeah. I just gave him. So, fein. Also, das war jetzt richtig, richtig lustig. Diese 290 mm Bremsscheibe, hier wird übrigens schon abgebaut, die brauchst du auf dem Track gar nicht so. Weil bei so einem kleinen Hubraum kommt es natürlich mehr darauf an, dass du in so eine Kurve reinrollst. Ne? Das ist den Schwung mitnehmen. Das ist auch das, was Anna mir sagte. Aber ich fühle mich da echt unkomfortabel ohne Knieslider, weil ich dann gar nicht weiß, wie schräg mein Bike ist. Aber das ist so ein eigenes Ding. Resultierend aus so einer gewissen Rennhistorie. Aber es war total witzig. Und diese etwas geringere Sitzhöhe. 785 mm Sitzhöhe zu 815 mm Sitzhöhe. Das ist keine Welt dazwischen. Also die Ninja ist von der Sitzhöhe eben was niedriger. Aber wer möchte, kann im Prinzip auch erhöhen auf diese 815 mm Sitzhöhe. Also das ist gar kein Problem. Das Sitzkissen wird im Prinzip weggeklippt, ein anderes Sitzkissen drauf gemacht. Ist insofern auch gut. Du kannst dich gut auf dem Motorrad bewegen, so zum Einlenken und so. Wie gesagt, der Raum ist da bei der Ninja. Und wenn du jetzt da mit so einem Lederkombi drauf sitzt, dann funktioniert das ganz genauso wie bei einem normalen Supersportmotorrad einfach. Wirklich, wirklich cool. Hat's dir gefallen? Mega. Ja. Erstmal auf der Strecke, oder? Und so cool. Handling-Kurs mit der Z125? Der war schon tricky irgendwie, aber hat auch super viel Spaß gemacht. Okay, jetzt kommt so die Wahl. Welche würdest du nehmen? Ah, die Ninja. Die Ninja? Ja. Okay, cool. Lag die mir besser, hatte ich das Gefühl. Ja, ja, fein. Also, dann machen wir mal Mittagspause. Oh ja, Burger. Foreign, I'm like Messi lately, I've been scoring. Pop that champagne, celebrate, I swear I'm pouring. Sneakers knocking lately like they are some Mormons.
I've been going, hey, y'all, this your final warning. They say they don't like me, but I just ignore it. No, I got it down. So, es ist vollbracht. Also, das war's auch schon wieder. Hier hinter uns ist das Meer. Die schön Sonne ist zurückgekehrt. Handling-Parcours haben wir hinter uns gelassen. Echt schöne Ninja. Ich sag mal, mit ein paar Mini-Details, für meine Begriffe Mini-Details, 4 Blinker ausgetauscht, Bremshebel, Kupplungshebel, fertig ist der Lack. Und dann hat man ein richtig cooles Fahrzeug. Auf jeden Fall. Unter 5000 Euro sind wir. Diese 5000 Euro ist immer diese Schallmauer. Und was der Wahnsinn ist, dieses eine Jahr lang Vollkasko. Also das Ganze hat einen Wert auch nochmal von 1500 Euro. Also das sollte man sich überlegen. Ist natürlich auch nicht gang und gäbe, dass man jetzt mit 16 eine Probefahrt machen kann. In der Regel sage ich immer, probiert es mal aus. Geht zum Händler, fahrt eine Runde. Versucht es. Also wenn ihr jetzt schon in Love seid, dann unternehmt was und dann probiert es selber aus. Und wenn es euch gefallen hat, dann schenkt gerne einen Daumen. Schaut auf jeden Fall mal bei den Young Riders Unlimited rein. Ich hau auf jeden Fall noch einen Link in die Videobeschreibung mit unten rein. Ja, würde uns freuen. Wir testen ja auch die Bikes. Ja? Genau. Und das war's dann von meiner Seite. Tschüssi. Achso, da geht's zum nächsten Video. Tschüss ins kalte Deutschland. Wir bleiben nur ein bisschen hier. Genau, wir bleiben noch. Da ist das nächste Video. Da könnt ihr ein Abo machen. Kostet auch nichts. In diesem Sinne jetzt aber Schluss. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I've been.